So, weiter geht's mit Skyrim. Ja, es ist jetzt eine Woche her, ich habe mein Abi hinter mir und jetzt geht es schön weiter mit Skyrim. Wir sind immer noch Arya, wir haben immer noch aktuell die Rüstung der dunklen Bruderschaft an, wo wir uns gerade befinden. Tachchen auch nochmal. Und naja, ich glaube, die wollten mit uns reden. Kurz Frameinbruch. Freut uns mit euren Geschichten der Magie. Ach, die Jungen und Unbedarften machen sich immer über die Erfahrenen und Genialen lustig. Mein Auftrag ist bestens gelaufen, das kann ich euch sagen. Hallo. Hab einen neuen Zauber ausprobiert. Etwas, woran ich in meiner Freizeit gearbeitet habe. Ich war so nah dran, diesem Priester das Innerste nach außen zu kehren. Oh, echt eklig. Und was ist mit eurem letzten Auftrag, Arnbjorn? Irgendetwas mit einem Khajiit? Ein Kaufmann, nicht wahr? Oh, ein großer Wauwau, der eine kleine Katze verfolgt. Wie süß. Mach dich nicht bei uns Khajiit lustig, Mädchen. Ich bin nicht süß. Es war nicht lustig und er war kein Händler. Er war ein Khajiit-Mönch. Ein Meister des Stils des flüsternden Fangzahns. Aber jetzt ist er tot. Und ich habe einen neuen Lendenschurz. Irgendwie finde ich das nicht lustig. Nicht lustig. Ganz und gar nicht lustig, ey. Ich habe gehört, was geschehen ist. Oh, ihr sprecht von diesem Herrenhaus während des Gewitters? Was soll ich sagen? Es war genau so, wie ihr gehört habt. Ich versuche nur, mir vorzustellen, wie ihr euch im Körper eines Mammuts versteckt. Wie gerissen von euch. Vergesst nicht, dass ich eine Schattenschuppe bin. Ich wurde buchstäblich zum Töten geboren. Tja, nun, das ist rohes Fleisch. Oh, meine hübsche Frau hat mir alles über euch erzählt. Ich habe gehört, was geschehen ist. Der Kontrakt mit dem Tempel? Nun, ich werde meine Beteiligung daran sicher nicht abstreiten. Ich versuche nur mir vorzustellen, wie ihr euch im Körper eines Mammuts versteckt. Wie gerissen von euch. Als ich den Segen des Wolfs erhielt, gab mir mein Erschaffer einen wertvollen Ratschlag. Arnbjorn, sagte er, verliere niemals. Und das tue ich auch nicht. Wie jetzt hast du bist auch ein Gefährte, Werwolf? Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Problemfamilie. Aber ich will jetzt erstmal das Wort der Macht da hinten haben. Ja, damit. Töten, Todeszeichen. Das ist nicht. Da, Todeszeichen. Schrei und deine Stimme wird zum Boten des Untergangs, der Rüstungswert und Lebenskraft deines Gegners schwächt. Oh nice, aktivieren wir mal. Bam. Aura flüstern. Du noch nie. Zwei von euch Jungspunden zusammengenommen und wissen. Ich schaue mich immer ein bisschen um, wenn da ihr nichts dagegen habt. Mann ey, warum habe ich andauernd Frame-Einbrüche? Hallo, na? Alter, ist gut mal. Sheesh. Ich will mich doch nur ein bisschen umsehen, ob ich hier irgendwas gebrauchen kann. Immer aus allem Kapital schlagen, sage ich nur. Ah ja, ich kann ja auch rennen. Eine Woche nicht mehr gespielt und schon alles vergessen, ey. Schleichen. Fast schon wieder Löffelob.
Steinbett. Ist sicher sehr bequem. Aber nein, danke. Fein, bla. Irgendwie gefällt es mir dann bei der Diebesgilde doch ein bisschen besser. Hier ist alles irgendwie so, na, wie soll ich sagen, dreckig, alt, kaputt, ungemütlich. Muss ich noch mehr sagen? Oh, eine Truhe. Gähn. Kinderschaft. So stark ist die Macht des Arkanen. Wenn ihr nur von den Zaubern wüsstet, die ich nicht benutzt habe. Lecker. Hallo. Willkommen, meine Schwester. Willkommen in unserer Zuflucht. Uns beizutreten war die richtige Entscheidung, glaubt mir. Dein starrer Blick macht mir Angst. Ne. Sagt schon. Verzauberer. Die anderen sagen, es kann doch unmöglich wahr sein. Ihr sprecht von dem Kontakt mit dem Schmied? Astrid hat mir alles über euch erzählt. Habe gehört, dass sie die alte Wählt euer Opfer aus Nummer mit euch abgezogen hat. Die finde ich einfach klasse. Naja. Das soll euch Jungspunden so. Eine Lehre sein. Es gibt keine Herausforderung. Lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Ich bin älter als ihr. Viel älter. Sowas passiert eben, wenn man als 10-jähriges Mädchen von einem Vampir gebissen wird. Oh, du bist ein Vampir. Coole Sache. Auszusehen wie ein Kind ist echt praktisch. Da schöpft nie jemand Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Kennen wir den Spruch nicht von irgendwoher? Naja. Du hast hauptsächlich Zauber, Gift, Zutaten, noch mehr Gift. Mädchen, du bist hier der reinste Giftladen. Höchste Heilung, die hätte ich gern. Starke Heilung, auch immer gern. Ich hab's hier. Haben wir eigentlich noch irgendwas zu verkaufen? Mal Lucky Lucky machen. Ach, Waffen und so können wir da gar nicht verkaufen. Also haben. Ja, die behalte ich lieber. Ich hab noch ein paar. So, da bin ich wieder. Gab eine kleine Störung von meiner Mutter. Aber hey, sie hat dazu gelernt. Sie hat nicht geredet. Immerhin etwas. Wie viel Gift habe ich denn? Ich sollte unbedingt mal mehr mit Gift arbeiten. Nun gut. Eilig gekritzelte Notiz. Das interessiert mich da jetzt doch schon wieder. Eilig gekritzelte Notiz. Meine Schreibunternehmen habe ich verloren und meine Zeit für einen ausführlichen Bericht. Wochenlang habe ich gesucht, aber endlich habe ich sie gefunden. Die Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Eine zumindest. In Himmelshorn unter einer Waldstraße. Ich habe sie beobachtet. Die Mörder. Ihr Kommen und Gehen. Die Nahen haben keine Ahnung, dass sie beobachtet werden. Mein nächstes Ziel ist es, irgendwie durch die düstere schwarze Tür zu gelangen, in die Zuflucht hinein. Ich habe keine Zeit, mir über die Gefahren Gedanken zu machen. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Tja, Junge. Das passiert nun mal, wenn du versuchst, der dunklen Bruderschaft zu schaden. Du bist, du gehst weit drauf. Sind die Geschichten wahr? Ja, ihr seid das neue Mitglied der Familie. Wisst ihr was? Betrachtet mich doch einfach als den mürrischen alten Onkel, mit dem keiner redet. Gehen wir einander aus dem Weg.
Wie schön, euch kennenzulernen, Festus. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich wurde mit einem Zauberstab in der Hand geboren. Also, bildlich gesprochen. Das wäre ja sonst recht schmerzhaft für meine Mutter gewesen. Aber ich war ein Wunderkind. Mit 12 Monaten habe ich einfache Zauber gewirkt. Mit 3 Jahren komplexe Anrufungen. Und mit 7 habe ich Leichen reanimiert. Als ich 13 war, brannte ich aus Versehen das Haus meiner Familie nieder. Ein paar verirrte Blitze. Doch bald darauf meisterte ich meine Gaben. Vollständig. Danach habe ich an der Akademie unterrichtet. Bin aber nach 2 Jahren gegangen. Zu einfach. Zu vorsichtig. Keiner von ihnen hat die Herrlichkeit der Schule der Zerstörung verstanden. Ich würde sagen, ihr habt euch euren Bonus... Ja, ich mag Zerstörungsmagie auch. Am Ende habe ich mich auf die natürlichen Frau verlassen. Schönheit und Verführung. Der Rest war eine Formsache. Wenn auch eine ziemlich nasse, schmutzige Formsache. Neue Schwester. Ich möchte euch in unserer Familie herzlich willkommen heißen. Danke. Ich bin ein Assassine seinesgleichen gesucht. Ich gehöre hierher. Nö, wir sind mal nett. Euch umgibt auf jeden Fall eine seltsame Energie. Ich freue mich darauf, eure Fortschritte zu verfolgen. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Was für eine seltsame Frage. Nun, ich mag mondhelle Nächte, lange Strandspaziergänge, Stricken und Einhörner. Ja, einmal bin ich sogar in einer mondhellen Nacht am Strand spazieren gegangen und habe dabei ein Einhorn gesehen, dem ich dann mit einer Stricknadel in den Hals gestochen habe. Ich bin eine Frau mit einem edlen, aber einfachen Geschmack. Für mich bist du eher eine kranke Frau. Bis zum nichts wie weg von ihr. Das sehe ich doch noch was. Seelenstein. Wird immer mitgenommen. Hallo, Spiel. Geht's wieder? Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ja, ja. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Ihr werdet noch mehr hören, das kann ich euch versichern. Oh, wie dreist. Ich gebe euch 3 Tage. Dann vermasselt ihr irgendetwas und jemand schlitzt euch die Kehle auf. Aber wer weiß, man hat mich schon früher einmal eines Besseren belehrt. Bevor mir jemand die Kehle aufschlitzt, schieße ich den mit Fußrodal in die äußere Atmosphäre, Junge. Astrid hat gesagt, ihr hättet Arbeit für mich. Ach, hat sie das? Nun, es gäbe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Hört sich einfach an. Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin, also besteht kein Grund zur Eile. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Du kannst mir leicht Rüstung trainieren. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Geht aber nicht mehr. Schade. Ich bin bereit für die ersten Aufträge. Na dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Murphy, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius und die Minenleiterin Beithild. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Töte Murphy. Viel Glück und lasst euch nicht umbringen. Hallo, Spiel. Spiel? Alter, wenn Windows wieder irgendwas im Hintergrund macht, ey. Dann kriege ich hier aber... einen Anfall. Hallo, Tür? What the fuck?
Die Tür hat einfach mal also gesagt, hier, nein, du darfst nicht raus. Ach du Heilige, ey. Jetzt weigern sich Türen schon, mich rauszulassen. So was aber auch. Na, gucken wir doch mal, wo wir was töten sollen. Wollen. Aber ich denke, das machen wir dann erst in der nächsten Folge, weil die hier scheint mir dann doch langsam mal vorbei. Ah, Lydia, dich habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute.